Hi, ich bin Larkin Rose. Ich möchte nach und nach ein paar kurze Videos über die staatlichen Unsinnigkeiten machen, die es gibt. Ich meine die Konzepte und Begriffe, die überall ständig vorkommen. Die Medien und die Politiker benutzen sie und vielleicht benutzt du sie auch selbst. Und obwohl diese Konzepte überall vorkommen, haben sie überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Sie sind vollkommen absurd. Ich beginne mit dem Konzept des öffentlichen Dienstes und beziehe mich vor allem auf die Politiker. In den Medien hört man ständig von Politikern. Egal ob Bundes-, Landes- oder Kommunalpolitikern, man hört ständig von ihnen als Volksvertreter, die dazu da sind, für das Volk zu arbeiten und uns zu dienen und so weiter. Nun, diese dreiste Lüge löst sich schon seit einiger Zeit in Luft auf, weil es so viele Beispiele dafür gibt, die zeigen, dass die Politiker das, was sie tun, keineswegs für uns tun. Ihnen ist egal, was wir wollen, und es ist ihnen auch egal, was wir denken. Wenn sie zum Beispiel die Steuern erhöhen wollen und die Leute sagen, nicht noch mehr Steuern, wir brechen jetzt schon zusammen, dann sagen die Politiker, ach, das ist uns doch egal, wir erhöhen sie trotzdem. Wenn sie wieder mit ihrer Kriegshetzerei anfangen und die meisten Bürger sagen, wir wollen das nicht, wir finden das nicht gut, dann sagen die Politiker, ist uns doch egal. Sie versuchen, die Gesundheitsindustrie zu verstaatlichen und die meisten Leute sagen, wir wollen nicht, dass ihr das tut, und sie tun es trotzdem. Eines der schlimmsten Beispiele sind diese Bailouts. Sie stehlen dir und mir und den ganz normalen Leuten Unsummen von Dollars und geben sie riesigen Konzernen und riesigen internationalen Banken und allen ihren reichen Politikerfreunden. Dass sie das angeblich für etwas Nützliches tun, ist einfach nur lächerlich. Aber auch ohne diese ganzen Beispiele, die ganz klar zeigen, dass es den Politikern offensichtlich egal ist, was wir denken, selbst dann ist das Konzept des öffentlichen Dienstes absoluter Schwachsinn. Allein die Bedeutung der Worte reicht schon aus, um das zu verstehen. Wir sprechen von Politikern als öffentlich Bediensteten oder Dienern des Volkes. Aber was sind Politiker eigentlich? Sie sind Gesetzgeber. Und was machen Gesetzgeber? Okay, sie machen Gesetze. Deshalb heißen sie Gesetzgeber. Aber was bedeutet das? Sie schreiben Gesetze. Was ist ein Gesetz? Okay, sie setzen sich zusammen und schreiben einen Haufen Worte auf ein Papier. Vielleicht schreiben sie einen ganzen Stapel Papier voll mit vielen unverständlichen Begriffen, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Jedes Gesetz sagt uns entweder, du musst dieses tun oder du darfst jenes nicht tun. Und wenn wir dich dabei erwischen, wie du nicht folgst, dann schicken wir dir ein paar Männer mit Pistolen vorbei, die dir wehtun werden. Sie werden dir dein Eigentum wegnehmen oder dich in einen Käfig stecken. Das ist immer das Wesen eines Gesetzes. Jedes Gesetz ist eine Drohung mit Gewalt. Normalerweise gegen dich. Sie bedrohen dich mit Gewalt, wenn du tust oder unterlässt, was auch immer sie sich vorstellen. Manchmal verstecken sie diese Realität unter dicken Schichten aus Euphemismen und Propaganda, sodass die Leute sagen, nein, sie bedrohen das Volk nicht, die Regierung hilft doch den Armen. Aber das tut sie nicht. Eine Regierung produziert nichts, was einen Wert hat. Sie produziert keinen Wohlstand. Sie gibt den Armen nichts. Die Politiker drohen mit Gewalt, damit du den Armen hilfst. Sie sagen, dass sie dich besteuern und dich in einen Käfig stecken, wenn du nicht bezahlst. Dann nehmen sie dein Geld und geben es den Armen und dann sagen sie, schaut mal, wie großzügig und wie wohltätig wir sind. Sie geben den Armen nichts. Sie benutzen die Drohung mit Gewalt, um dich und mich dazu zu zwingen, den Armen etwas zu geben. Das ist die eigentliche Bedeutung von Gesetzen. Jedes Gesetz ist eine Drohung mit Gewalt. Wenn es eine Gruppe gibt, die der anderen mit Gewalt droht, dann dient diese Gruppe nicht der anderen Gruppe. Die Vorstellung, dass diese Gruppe die andere mit Gewalt beherrscht, um ihr zu dienen und dass sie das zu ihrem Wohl tut, ist einfach lächerlich. Wenn du akzeptierst, dass die Leute, die das tun, öffentlich Bedienstete sind, dann würde ich dir gerne als Freiwilliger dienen. Dann könnte ich dich herumkommandieren und dir sagen, was du tun sollst und was du tun kannst und was du nicht tun darfst und wie du dich verhalten sollst, welche Entscheidungen du treffen musst und dir einen Haufen Geld wegnehmen und dir eine Handvoll Schlägertypen vorbeischicken, die dir wehtun, wenn du nicht gehorchst.
Wenn ich das tun würde, würdest du mich nicht als jemanden bezeichnen, der dir dient. Wenn sie es aber tun, dann heißt es in den ganzen Medien, sie dienen uns. Sie sind öffentliche Bedienstete. Das ist sowas von lächerlich. Ich fasse das so einfach wie möglich zusammen. Wenn dich jemand herumkommandiert und dir dein Geld wegnimmt, ist er nicht dein Bediensteter. Wenn er dich nicht herumkommandiert und dir auch dein Geld nicht wegnimmt, dann hat er nichts mit einer Regierung zu tun. Eine Regierung ist nichts anderes als eine herrschende Klasse, die ihren Willen anderen gewaltsam aufzwingt. Nicht mehr und nicht weniger. Politiker können demnach keine Bediensteten sein. Die Ausrede, oh, sie repräsentieren uns momentan nicht so gut, zählt nicht. Sie können keine Bediensteten sein, weil sie per Definition eine Gruppe sind, die den Rest von uns bedroht. Man kann niemandem dienen, indem man ihm mit Gewalt droht und ihn zu irgendwelchen Entscheidungen zwingt und ihm einen Haufen Geld abnimmt. Man dient niemandem, indem man ihm das antut. Eine Regierung kann aufgrund ihres Wesens nicht der Öffentlichkeit dienen. Um diesen etatistischen Unsinn zu rechtfertigen, benutzen viele Menschen gerne andere etatistischen Unsinnigkeiten. Wir wählen sie, deshalb sind wir eigentlich verantwortlich und sie repräsentieren uns, weil wir sie damit beauftragen, diese Dinge zu tun und so weiter. Nichts von alledem entspricht auch nur im Entferntesten der Wahrheit. Jede einzelne dieser Unsinnigkeiten ist für sich gesehen schon absurd. Also werde ich noch einige Videos machen, um die anderen Unsinnigkeiten anzusprechen. Was ich heute sagen wollte ist, bitte nenne Leute, die dich herumkommandieren und dir dein Geld stehlen, nicht öffentlich Bedienstete. Das sind sie nicht. Sie sind eine parasitäre herrschende Klasse aus machtbesessenen, narzisstischen Größenwahnsinnigen. Sie beherrschen dich und dann überzeugen sie dich davon, dass sie dir dienen, indem sie dich herumkommandieren und dir dein Geld wegnehmen. Bitte hör auf, diesen lächerlichen Mythos andauernd zu wiederholen. Sie sind Parasiten. Nenne sie einfach beim Namen. Wenn andere Leute mit dir sprechen und sagen, sie sind öffentlich Bedienstete, bitte korrigiere sie. Es ist einfach nur peinlich, anderen ansonsten vernünftigen Menschen dabei zuzusehen, wie sie Diebe und Mörder als ihre Bediensteten bezeichnen. Wenn du wirklich wissen möchtest, wie tiefgreifend politische Mythen deine Wahrnehmung der Realität verzerren, hol dir ein Exemplar von The Most Dangerous Superstition.